Los geht's. Und ja, wird gleich mit ganz hohem Tempo losgelegt. Ja, das zweite Viertelfinale beginnt sehr wild. Wild, ja. Mhm. Da muss man wirklich aufpassen, dass man sich nicht zu sehr übernimmt in den ersten Sekunden des Kampfes. Sind doch beides Rechtsausleger. Ja. Weil ich das richtig gesehen habe. Ja, beide in der Rechtsauslage, dass zwei Rechtsausleger gegeneinander kämpfen, ist ja doch selten, ja. Etwas seltener, richtig. Jetzt kommen wir mal ein schöner Mittelkick. Bisher hat man diesen Kampf ja hauptsächlich nur Fäuste gesehen. Das war das, was ich meinte. No-Kicks, jemanden K.O. zu bringen, sehr schwer. Richtig. Mit den Fäusten dann vielleicht doch effektiver. Ja. Aber wie gehabt, man muss unbedingt an einem Turnier aufpassen, dass man nicht zu früh sein komplettes Pulver verschießt. Jetzt ja, ne, das Tempo fährt ein bisschen ein. Runter. Ja, das sehen wir jetzt bei beiden. Ja gut, es ist auch klar, diese hohe Geschwindigkeit der ersten Sekunden, das hältst du keine zwei Minuten am kontinuierlich durch. Auf gar keinen Fall. Ne. Und es ist hier wirklich ein enormes Geben und Nehmen von beiden Kämpfern. Also beide haben gut ausgeteilt, beide haben auch enorm viele Schläge schon eingesteckt. Also das könnte tatsächlich ein Kampf werden, der innerhalb der drei Runden entschieden wird, ja. Ja, wenn wir jetzt noch einen Niederschlag sehen werden. Schauen wir mal. Vielleicht wird es ja auch auf einen K.O. hinauslaufen. Wer weiß. Und auch die zweite Runde beginnt wieder temporeich. Hier konnte jetzt ein paar schöne Knie landen. Ja. Und gleich wieder. Scheint seine Waffe in der zweiten Runde zu sein. Ja. Scheint sich jetzt nicht mehr nur auf das reine Boxen verlassen zu wollen. Sehr schöne Rechte. Ja. Blaue Ecke kontrolliert den Kampf jetzt. Sehr schön. Schön rausbewegt, hat sich nicht in der Ecke stellen lassen. Arbeitet jetzt schön mit der Führhand, variabel, Kopf, Körper. Sammelt hier Punkte, nur Punkte bringen halt aktuell nichts. Dem Moment des Kampfes leider nicht. Ja, Pascal versucht jetzt hier wieder mit Wirkungstreffern nach vorn zu kommen. Ja, jetzt wechselt Tansil die Auslage. Sehr schön in seine gestellt. Gutes Knie. Ja, jetzt kommen die Schläge doch kontrollierter. Und bei den Eichhicks, da muss Pascal aufpassen. Ja.
Weiter und weiter Applaus an beide Kämpfer. Der junge Mann in der roten Ecke, Rasshals Haro von der Temple Fight School. Der junge Mann in der blauen Ecke, Tanzi Rone vom Dumi Gürmann. Beim Hotel Alt Erfurt, dem Familie. Noch da war die Schlaghand drin gewesen. Einer schönen Aktion. Ja, jetzt sieht man hier, die Trainer versuchen nochmal beide Kämpfer auf die letzte Runde einzustimmen, sie nochmal zu motivieren, um jetzt noch einen Niederschlag erzielen zu können, damit man nicht in die Verlängerungsrunde muss. Denn das A und O in einem Turnier ist ja auch, dass man Kraft spart und es möglichst vermeidet, noch eine extra Runde absolvieren zu müssen. Pascal legt gleich wieder mit harten Schlägen los. Tansir lässt sich momentan häufiger in den Seilen und in der Ecke stellen, kommt aber immer wieder mit einzelnen harten Konteraktionen. Aber Pascal gelingt es dennoch nicht, ihn zu Boden zu bringen. Pascal versucht ihn sich zurechtzulegen. Ja, er will schon mit... Knackigen, reicht dann noch nicht ganz. Nee, nicht wirklich. Ja, er versucht halt mit knackigen Wirkungstreffern zum Ziel zu kommen. Ja, jetzt noch 15 Sekunden der dritten Runde. Ja, ich glaube, es wird doch auf eine Verlängerung hinauslaufen. Oh, sehr harte Treffer, der sehr harte Schläge. Oh. Aber Tansil, ein Kämpfer. Und wir können uns auch in diesem Kampf auf eine Verlängerung freuen. Seconds of the Betreuer Seconds of the Ring. So jetzt also, meine Damen und Herren, ganz klar, offizielle Regularien, jetzt wird jeder Treffer gezählt. Die drei Runden haben kein Ergebnis gebracht in den K.O.-Rules. Jetzt also vierte und Zufallsrunde, meine Damen und Herren, ganz normal auf den Punktrichterzettel. So, da muss nochmal nachkorrigiert werden. Ja, nochmal den Schweiß abwischen. Ringfrei. Auch jetzt versucht wieder Tansil mit seiner Führerhand, sich Pascal vor, wegzuhalten und Punkte zu sammeln.
Pascal versucht nach wie vor, sich Tansy zurechtzulegen und der Mundschutz ist aus dem Ring. Wir hoffen, davon zu kommen. Auch hier der Zahnschutz. Mal kurz das Weite gesucht. Ein Thema, das uns scheinbar heute Abend verfolgt. Ja, das scheint so zu sein. Der zweite Kampf des Abends und das zweite Mal, dass der Mundschutz ausfliegt. Beide Kämpfer schenken sich nichts. Sofort und nach wie vor harte Aktion. Noch ein schönes Knie gesehen. Ja. Jetzt hören wir auch schon aus dem Publikum die ersten Anforderungsrufe für Pascal Zaroff. Pascal ist nach meinem Gefühl auch derjenige, der die Richtung hier bestimmt. Ja. Und den Schiebt. Druck aufbaut. Schiebt dann ihn für sich her, ja. Auch jetzt mit schönen, geraden Aktionen, stellt dann am Seil. Und auch viel wegblockt, ja. Ja. Auch dieser Kampf wird von den Punktrichtern entschieden. Und dann werden wir sehen, wer gegen Safe im Halbfinale antreten wird. Wir sind gespannt auf die zweite Wertung des zweiten Viertelfinals. Pascal zieht in das Halbfinale ein und wird gegen Lokalmatador Safe Tellini kämpfen. Das wird auf jeden Fall ein spannendes Duell werden. Und was die Körner angeht.